Was wäre, wenn nicht der Spinosaurus, sondern der Indominus Rex in Jurassic Park 3 der Antagonist, der große Dinosaurier-Bösewicht gewesen wäre? Genau über das Thema sprechen wir jetzt hier in dem Video und ja, in diesem Sinne, viel Spaß. Was war das Geschrei damals groß, als wir das Jurassic Park 3 Logo das allererste Mal gesehen haben und erstmal verwundert waren, dass da ja gar nicht der T-Rex drauf war. Nee, da war ein anderer Dino drauf. War das ein Suchomimus? War das ein Baryonyx? Und dann kam raus, nee, es war der Spinosaurus, weil der eben damals einen relativ großen Hype ausgelöst hat. Denn der Spinosaurus galt damals mitunter als einer der größten an Land lebenden Fleischfresser. Ich weiß, inzwischen ist die Wissenschaft da ein bisschen weiter. Das Tier wurde wohl mehr im Wasser gejagt haben und wohl auch mehr auf Fischfang aus gewesen sein. Allerdings war das der Grund, warum damals der Spinosaurus in den Film eingebaut wurde. Und ey, ihr wisst, wie sehr ich den Spinosaurus liebe. Allerdings weiß ich noch damals ganz genau, dass ich zum Zeitpunkt, als Jurassic Park 3, als da die Marketingkampagne begonnen hat, war ich bei meiner Tante in Amerika gewesen und ich habe den Spinosaurus dafür gehasst. Denn überall auf den ganzen Plakaten oder auch bei den ganzen Spielzeugsets haben wir gesehen, wie der Spinosaurus gegen den T-Rex kämpft. Und ich dachte mir, okay, das darf nicht passieren. Mein T-Rex darf hier den Kampf nicht verlieren. Und ey, ich war mir damals auch sicher, das wird nicht der Fall sein. Sogar als der allererste Trailer zu Jurassic Park 3 erschienen ist und Alan Grant noch sagt, das ist kein Tyrannosaurus Rex, das ist irgendwas Größeres, habe ich das einfach dementiert und habe einfach zu meinen Freunden immer gesagt, nee, das stimmt nicht. Der ist niemals größer als mein T-Rex. Und ey, inzwischen liebe ich den Spinosaurus. Wir haben ihn ja im Film gesehen. Und entweder liebt man ihn oder man hasst ihn. Auf jeden Fall hat er einen sehr imposanten Eindruck hinterlassen. Jetzt stellt euch doch mal vor, was abgegangen wäre, wenn man einen anderen Dinosaurier auf dem Cover gesehen hätte, den man noch gar nicht wirklich hätte zuordnen können. Es hätte ein Allosaurus sein können, ist das vielleicht ein Carnotaurus oder ein Giganotosaurus, keine Ahnung. Und im Film hätten wir dann mitbekommen, das Ganze ist ein Indominus Rex, ja ein Hybrid, den es so nie gegeben hat. Ich weiß nicht, ob das damals entweder extrem geil angekommen wäre oder wirklich extrem, extrem schlecht. Irgendwas von beiden, es gibt nur die beiden extremen Richtungen in der Hinsicht. Ihr könnt mir gerne mal schreiben, was ihr glaubt, was damals abgegangen wäre, wenn der Indominus Rex der Hauptgegner in Jurassic Park 3 gewesen wäre. Wie würde sich das Ganze in der heutigen Zeit erklären lassen? Also wie würde sich das Ganze erklären lassen mit dem gesamten Hintergrundwissen, was wir aktuell über das Jurassic-Franchise haben? Und ihr könnt es nicht mehr hören, aber das Amalgam-Testing ist ja dran schuld, dass der Spinosaurus überhaupt erst entstanden ist. So, das heißt, das Amalgam-Testing ist eine Vorstufe zu dem Erschaffen der Hybriden, was wir später in Jurassic World gesehen haben. Das heißt ja, die einfache Lösung, um den Indominus Rex nun in die Geschichte zu bekommen, wäre diese, was wäre, wenn Dr. Henry Wu eben einfach wesentlich weiter mit der Forschung gewesen wäre? Was wäre, wenn Harry Kent Clarissa beim Überfegen der Insel der Isla Sorna nicht die gesamten Labore mit niedergerissen hätte und es einfach nur noch ein bisschen mehr Technik für Dr. Henry Wu gegeben hätte, die eben nicht kaputt gewesen wäre? Dann wäre Henry Wu möglicherweise mit der Forschung wesentlich rasanter hervorgegangen. Und ja, wir hätten zum einen wieder die schlauen Velociraptoren aus Jurassic Park 3 bekommen. Allerdings hätten wir in diesem Fall dann auch den Indominus Rex in die Geschichte eingebaut bekommen. Denn Dr. Henry Wu hätte in diesem Szenario nämlich die Möglichkeiten gehabt, die DNS eines T-Rex zu nehmen und diese DNS mit den schlauen Velociraptoren aus Jurassic Park 3 zu kombinieren. Das heißt, ja, unser Indominus Rex in dieser Geschichte hier hätte logischerweise einen etwas anderen Look, da jetzt ja hier mit, wir nehmen einfach mal die roten Velociraptoren, damit das Ganze noch ein bisschen cooler aussehen würde für den Look des Indominus Rex, da der T-Rex eben mit der DNS des roten Velociraptors gekreuzt wurde und dadurch wurde eben der Indominus Rex herangezüchtet. Wir gehen mal davon aus, dass es das jetzt hier aber auch schon groß wäre. Wir können noch sagen, okay, aufgrund der Größe brauchen wir noch die DNS eines Giganotosaurus in dem Tier. Das können wir auch gerne hier noch mit einbauen, warum auch nicht. Allerdings würde ich sagen, wir lassen hier die Oktopus-Gene einmal weg, denn dieses Video hier nehme ich gerade, glaube ich, zum dritten Mal auf und ich komme nicht auf den Punkt, eine wirklich spannende Geschichte daraus zu machen, wo unsere Helden auch wirklich ums Überleben kämpfen müssen, wenn das Vieh sich unsichtbar machen kann. Jetzt mal ganz ehrlich, wenn wir uns die Gedankengänge darüber einfach mal so ein bisschen hier in das Video mit einfließen lassen, wie wäre das denn abgelaufen, wenn der Indominus Rex sich auch unsichtbar machen hätte können? In Jurassic Park 3, also im Szenario von Jurassic Park 3. In diesem Fall wäre ja Cooper vom Indominus Rex gefressen worden, ohne dass irgendjemand etwas davon mitbekommen hätte. Denn der Indominus Rex wäre unsichtbar.
unsichtbar gewesen und hätte Cooper einfach quasi auch unsichtbar töten können. Die anderen beiden hätten das nicht zwingend mitbekommen, vielleicht hätte Cooper noch einen Schrei losgelassen, einen kurzen. Man hätte quasi, naja, so eine Warnung mitbekommen, aber das Tier wäre ja weiterhin noch unsichtbar. In Jurassic World sehen wir zwar auch, dass der Indominus Rex scheinbar seine Tarnfähigkeit ablegen muss, wenn er irgendwie angreift. Das sehen wir ja, als er dann da die Ingen-Soldaten angreifen will. Ich finde es aber auch eine sehr blöde Eigenschaft, wenn das so ist. Das ist so Videospiellogik, so wer damals Crysis vielleicht gezockt hat. Du bist so lange unsichtbar, bis du angefangen hast zu schießen und dann geht's aus irgendeinem Grund einfach nicht mehr. Ich weiß nicht, ob das hiermit der Grund gewesen wäre, aber rein logisch gesehen, nein. Der Indominus Rex müsste seine Tarnfähigkeit, genau wie auch der Oktopus, weiter beibehalten können. Das heißt, unsere Helden kämen nicht mal viel weiter als bis zum Flugzeug. Und sogar wenn das Flugzeug nochmal abstürzen würde, nehmen wir einfach an, Alan Grant und Co. bekommen das doch mit, dass Cooper vom Indominus Rex gefressen worden wäre. Und die rennen alle ins Flugzeug rein und fliegen wieder weg und das Tier bringt dann aber auch das gesamte Flugzeug erneut zum Abstürzen. Dann wäre hier erneut wieder Schluss. Das Tier wäre wieder unsichtbar, würde dann auf die Gruppe, die aus dem Flugzeugwrack rauskommt, zulaufen und würde eine Amanda fressen und der Rest würde vielleicht wieder auseinanderrennen. Das Prozedere würde sich andauernd wiederholen und sogar der Kampf gegen den T-Rex wäre hier nicht wirklich spannend, wenn wir das Ganze wirklich so genau nehmen und ey, ich kann eure Kommentare schon lesen, ihr würdet mich bei jeder Kleinigkeit fragen, warum war der jetzt hier nicht getarnt, warum war der jetzt hier nicht unsichtbar und deswegen sage ich nein, wir lassen die Oktopus-Fähigkeit vom Indominus Rex hier einfach weg. Und glaubt mir, trotz allem wird das hier ein deutlich anderes Szenario werden, denn wir fangen einfach mal an mit dem Grundlegenden, was wir auch aus Jurassic Park 3 kennen. Dr. Alan Grant und Co. landen auf der Insel, auf der Isla Sorna, da die Kirbys nach Eric suchen möchten und Dr. Alan Grant eben irgendwie ein Depp ist und, naja, nicht mal hinterfragt, wer die Kirbys wirklich sind. Und ihr wisst, ich liebe ja Jurassic Park 3, aber tatsächlich müsst ihr euch mal überlegen, es kommt jemand auf mich zu und sagt zu mir, ey Tobi, pass mal auf, wenn du mit mir auf eine Insel fliegst oder über eine Insel drüber fliegst mit Dinosauriern, die du eigentlich hast und sogar von denen du ein Trauma hast, dass du sogar von den Dinosauriern träumen musst, wenn ich dir so und so viel Geld in die Hand drücke, das erste, was ich machen würde, wäre doch dann gucken, wer ist diese Firma wirklich? Ich meine, es steht drauf, Dr. Alan Grant bekommt eine Visitenkarte von Paul Kirby und er kommt nicht mal auf die Idee nachzugucken, wer Paul Kirby ist. Wenn jemand in der Lage ist, dir eine bestimmte Summe zu nennen, die Summe erfahren wir, glaube ich, gar nicht in Jurassic Park 3. Ich meine mal irgendwo gelesen zu haben, dass es hier schon fast um einen Millionenbetrag ging, der aber auch gespendet worden wäre für Paläontologie logischerweise. Ich meine, Paul Kirby hockt sich hin und sagt, ich schreibe Ihnen jeden Betrag auf diesen Check. Dann müsste dieser Mann, allein wenn man diesen Namen recherchiert, müsste dieser Mann irgendwo genannt sein. Paul Kirby ist allerdings auch so schlau und nennt sich ja bei seinem echten Namen. Das heißt, sobald man jetzt Paul Kirby eingeben würde, wir gehen mal jetzt von Google aus, das gab es damals auch schon, dann müsste man auf den Trichter kommen, dass Paul Kirby der Inhaber ist von Kirby, Fliesen, Lacke und mehr. Nur das so nebenbei, das ist schon dumm. Da kann ich auch sehr schwer jetzt gegen argumentieren, aber auf jeden Fall vollkommen Wurst. Es passiert ja, wie es passiert, Alan Grant und Co. landen auf der Isla Sorna und wir können doch gerne mal ein Was-wäre-wenn-Video machen, was wäre, wenn Dr. Alan Grant herausgefunden hätte, dass Paul Kirby eigentlich ein Betrüger ist, noch bevor die auf die Insel geflogen wären. Mal gucken, was dann dabei rausgekommen wäre. Eric wäre wahrscheinlich gestorben, aber auf jeden Fall landen sie jetzt hier auf der Insel und hören zum allerersten Mal den Schrei des Indominus Rex. Daraufhin kommt Cooper aus dem Gebüsch gerannt und naja, vor ihm eben dann noch Nash und Tudesky, die aber schon sagen, wir müssen hier weg. Sie rennen ins Flugzeug rein, Alan Grant betont, das ist kein T-Rex, das ist irgendetwas Größeres, was jetzt ja auch hier wieder passen würde. Und sie, naja, gehen ins Flugzeug und versuchen zu entkommen. Cooper ist, auch wie im Film, auf dem Rollfeld zurückgeblieben und winkt noch mit dem Arm, ist am einen Arm verletzt. Auch hier können wir jetzt sagen, möglicherweise ist er irgendwie auf ein Baby, den Indominus Rex, gestoßen, aber das müssen wir jetzt hier auch nicht erklären. Wir bleiben erstmal in der genauen Jurassic Park 3 Timeline in der Geschichte, wie wir sie eben auch gesehen haben. Und da war es ja eben so gewesen, dass Cooper sich irgendwie verletzt hatte,
Kann auch einfach gewesen sein, dass er irgendwie hingefallen ist oder an einem Baum hängen geblieben ist. Und plötzlich rennt der Indominus Rex aus dem Gebüsch raus und packt Cooper einfach nur am Kopf, greift ihn dann mit seinen Händen und zerreißt ihn in der Mitte. Das Flugzeug brecht gegen den Rücken des Indominus Rex und wir bekommen die Flugzeugabsturzszene, die wir auch aus Jurassic Park 3 kennen. Und jetzt wird es sehr interessant, denn ein Dr. Alan Grant erfährt ja oder er rätselt ja mit Billy in Jurassic Park 3, was der Spinosaurus wirklich für ein Tier gewesen sein kann. Und ich glaube, Billy sagt sogar erstmal Suchimimus. Und Alan Grant sagt, nee, es kann nicht sein. Dann meint er Baryonyx, nee, nicht mit dem Segel. Und dann kommen sie erst auf den Spinosaurus und finden dann eben heraus, dass der nie auf Indians Liste stand. Aber es ist eben ein Dinosaurier, den Alan Grant aufgrund seines Segels erkennt. Er hat eben Merkmale und ja, der Spinosaurus sieht in Jurassic Park eben so aus. Deswegen erkennt man den auch. In diesem Fall jetzt hier würden sie erneut rätseln, was kann das für ein Tier gewesen sein? Und irgendwie glaube ich, ja, so die Thematik auf Giganotosaurus wäre doch gefallen, wenn man die sich mal nebeneinander hält. Das ist natürlich jetzt vom Optischen her, wie es in Jurassic World Dominion dargestellt wurde, passt nicht mehr so ganz. Allerdings kennen wir das Giga-Design auch aus den Jurassic World Spielen, wie Jurassic World Evolution. Da sah er irgendwie noch ein bisschen eher aus wie der Indominus Rex. Und auch hier würde man eben rätseln können, okay, was jetzt wirklich das für ein Tier ist. Sie würden nicht darauf kommen, weil wie denn auch? Das heißt, hier müssten beide ja von Anfang an tatsächlich zu einer Fehldiagnose kommen. Denn auf die Idee zu kommen, dass das hier ein Tier ist, das aus mindestens drei anderen Dinosauriern besteht, auf die Idee wären sie erstmal nicht gekommen. Allerdings würden da vorher noch ein paar andere Sachen passieren, die wir hier mit berücksichtigen müssen. Und zwar würden unsere Helden natürlich auch erstmal aus dem Flugzeug herauskraxeln, das gerade eben zu Boden geklatscht ist. Nash würde ebenfalls vom Indominus Rex gefressen werden und unsere Helden würden zum Tyrannosaurus Rex gelangen. Dieser würde dann auf unsere Gruppe losgehen und alle zusammen würden die Flucht ergreifen. Plötzlich haben wir den Kampf Tyrannosaurus Rex gegen Indominus Rex. Und was Dr. Alan Grant hier zuallererst auffällt, ist eine Sache, die ich in Jurassic World nicht ganz verstanden habe. Die könnt ihr mir jetzt vielleicht erklären, die will ich aber hier ein bisschen mit reinbauen. Und zwar wird in Jurassic World ja gezeigt, dass aufgrund dessen, dass im Indominus Rex die DNS von Velociraptoren steckt, der Indominus Rex mit Blue, Delta, Echo und Charlie kommunizieren kann. Das macht ja dann irgendwo auch Sinn in dieser Filmlogik. Wieso konnte er allerdings nicht mit dem T-Rex kommunizieren? Ich meine, er hätte es auch nicht machen müssen, warum auch? Allerdings hat mir das so ein bisschen gefehlt, dass man da noch ein bisschen mehr Trick reingebracht hat, denn wenn er das ja auch kann und das Alpha dieses Rudels werden kann, ich meine gut, der T-Rex, der jagt nicht im Rudel, aber ist ja auch sehr familienbezogen, wie wir aus Jurassic Park 2 wissen. Das heißt, dass der T-Rex einfach so auf den Indominus Rex losgeht, weiß ich halt nicht, dass das immer so passieren müsste. Ich meine, das Tier würde auch in Kontakt mit einem T-Rex treten können und gerade mit einem T-Rex, der möglicherweise noch ein bisschen jünger ist. Ja, der T-Rex aus Jurassic Park 3 ist ja offiziell kleiner als die anderen, also als Buck und Doe und eben auch als Rexy, die ist ja die größte. Allerdings ist der Bull T-Rex auch laut offiziellem Kanon ausgewachsen. Okay, wir nehmen jetzt einfach mal diesen Fakt und setzen den Kampf Indominus Rex gegen T-Rex aus. Aus dem einfachen Grund, dass der Indominus Rex in diesem Szenario mit dem Tyrannosaurus Rex Kontakt aufnimmt. Die beiden unterhalten sich, wie eben auch der Indominus Rex sich mit den Velociraptoren in Jurassic World unterhält. Alan Grant bemerkt das natürlich und bekommt sofort Panik. Er weist die Gruppe darauf hin, dass hier etwas nicht stimmt und alle rennen in den Dschungel und beobachten das Szenario ein bisschen. Die beiden Tiere stehen voreinander und Alan Grant kann es überhaupt nicht glauben. Die scheinen sich wirklich zu unterhalten. Und ja, das würde auch wieder ein kleiner Callback sein auf das, was Dr. Alan Grant mit Ellie Sattler besprochen hat, dass Velociraptoren um einiges schlauer waren, als man eigentlich angenommen hat. Denn hier würde auch die Intelligenz der Velociraptoren im Indominus Rex wieder aufgegriffen werden, dass er auf die Idee kommt, den T-Rex für seine Zwecke zu benutzen und das Tier eben nicht einfach zu töten. Und ja, ich weiß, würde es aber nicht Sinn machen, wenn der Indominus Rex eher den T-Rex töten und fressen würde, als die Menschen jagen würde. Ja, aber trotz allem machen wir das eben jetzt hier zu einem Film, wie eben auch in Jurassic Park 3, Dinosaurier jagt Mensch. In diesem Fall jagen nun zwei Dinosaurier
unsere Helden. Übrig haben wir jetzt noch Udesky, wir haben Alan Grant, wir haben Paul und Amanda Kirby und wir haben Billy, die sich nun alle immer weiter von diesem Szenario entfernen. Und zwar so leise wie irgendwie möglich. Allerdings bekommen sie auch noch mit, dass sich beide Dinosaurier nun auffällig leise und langsam auf die Pirsch machen. Und die beiden Dinos trennen sich voneinander. Alan Grant bemerkt, dass das Jagdverhalten dieser beiden Tiere nun tatsächlich relativ dem ähnelt, was er von den Velociraptoren kennt. Denn die beiden gehen quasi auseinander und, naja, suchen die Fährte der Menschen. Als unsere Gruppe es dann geschafft hat, sich fürs Erste zu verstecken, passiert auch das, was im Film passiert. Alan Grant konfrontiert Paul Kirby mit dieser gesamten Aktion, die hier gerade passiert ist. Warum sind wir hier gelandet? Und er findet eben heraus, dass Eric gesucht wird, also der Sohn von den Kirbys, und eben auch, dass es kein Kirby Enterprises gibt. Nein, das ist einfach nur Kirby, ich weiß nicht mehr genau, wie es heißt. Kirbys, auf jeden Fall ist es so eine Badewelt. Und das Szenario geht jetzt ähnlich voran wie auch im Film. Wir kommen zum Four Seasons, wie Udesky das Ganze nennt, der Forschungseinrichtung, in welchem das Amalgam Testing stattgefunden hat. In diesem Szenario allerdings hier wäre die Anlage nicht ganz so zerstört wie im Film, denn in Jurassic Park 3 sehen wir eine komplett zerstörte Anlage. Das wäre jetzt hier natürlich auch zum Großteil so. Allerdings haben wir ja gesagt, dass der Hurricane Clarissa die Anlage B nicht komplett verwüstet hat und deswegen würde das Ganze hier nicht komplett zerstört aussehen. In dem Gebäude angekommen, werden Amanda Kirby und eben der Rest der Gruppe auch plötzlich von den Velociraptoren überrascht. Und Alan Grant bemerkt hier erneut, dass die Tiere sich scheinbar zu unterhalten beginnen. Und ja, im Film sehen wir ja, wie der eine Velociraptor quasi, als er an diesem Gitter hängt, plötzlich nach Hilfe ruft und andere Velociraptoren werden davon angelockt. Was würde jetzt hier in diesem Szenario passieren? Richtig, es würden nicht nur die Velociraptoren angelockt werden, nein, die Velociraptoren würden unter anderem den Indominus Rex anlocken. Denn das Tier ist ja schon eine ganze Weile auf der Insel und wir wissen ja auch aus dem offiziellen Kanon, dass die Velociraptoren aus Jurassic Park 3 und der Spinosaurus eben im offiziellen Kanon auf derselben Seite der Insel gelebt haben und die haben da quasi ihre eigenen Reviere gehabt. Das wäre jetzt in diesem Fall ja genauso gewesen, nur dass eben der Spinosaurus mit den Velociraptoren nur sehr schwer hätte Kontakt aufnehmen können. Der Indominus Rex allerdings hätte ja Zeit gehabt, von einem Zeitraum kurz nach Jurassic Park 2 bis hin zu Jurassic Park 3 die Insel weiter zu erforschen, denn das Tier ist ja schon längst auf der Welt und eben auch schon längst ausgewachsen. Das heißt, innerhalb dieser mindestens 3 Jahre wird das Tier auch Kontakt zu den Velociraptoren aufgenommen haben und diese haben ein Rudel gebildet. Ja, wir haben jetzt hier quasi ein abgefahrenes Rudel aus dem Indominus Rex, der aufgrund von der Velociraptoren-DNS in sich mit den Velociraptoren Kontakt aufgenommen hat und einem Tyrannosaurus Rex, dem Bull Rex, da auch der Indominus Rex ja mit dem Bull Rex Kontakt aufgenommen hat. Und jetzt kommen wir hier zu so einem Moment, wo ich mir überlegt habe, wäre es denn jetzt hier sinnvoll, das Ganze so aufzubauen, dass der Indominus Rex quasi der Hauptanker dieses Rudels ist? Das ist auch wieder Videospiellogik, ich weiß, dass aber quasi, sobald der Indominus Rex nicht mehr existiert, dieses Rudel einfach aufgelöst werden würde. Und ich glaube tatsächlich, der Gedanke mag auf den ersten Moment sehr plump wirken, aber ich glaube, das ist gar nicht mal so blöd, denn tatsächlich ist es ja so, dass diese Tiere nur aufgrund dessen, dass der Indominus Rex existiert und, naja, DNS von beiden Lagern, von T-Rex und von Velociraptor in sich trägt, dass aufgrund dessen überhaupt diese Rudelbildung auch nur funktioniert. Das heißt, sobald der Indominus Rex in irgendeiner Form nicht mehr dazu in der Lage wäre, dieses Rudel zusammenzuhalten, würde es zerbrechen. Das nur im Hinterkopf behalten für den Verlauf der Geschichte jetzt eben. Das heißt, unsere Helden würden es nun nicht einfach nur mit den Velociraptoren, sondern auch mit dem Indominus Rex zu tun bekommen. Erneut würden sie genauso wie im Film auch in den Wald rennen. Ein Udesky würde hierbei nicht von den Velociraptoren einfach so hingerichtet werden, wie sie es ja auch getan haben. Nein, der Indominus Rex würde die Velociraptoren dazu auffordern, den, naja, schon halbtoten Udesky nun vor seine Füße zu schmeißen und Udesky würde vom Indominus Rex selber gefressen werden. Unsere Helden, also jene, die eben noch überlebt haben, würden nur das Knacken seiner Knochen hören und eben den letzten Schrei von Udesky, als er vom Indominus Rex niedergestreckt wird. Jetzt wird es allerdings erst einmal Zeit, durchzuatmen. Das Tier ist erst einmal beschäftigt und, naja, sie haben es geschafft, sich vom Indominus Rex zu entfernen. Plötzlich aber fängt an, der Boden zu beben und unsere Helden bemerken,
dass der Tyrannosaurus Rex ebenfalls in dem Dschungel ist und auf unsere Helden angesetzt wurde. Denn auch der T-Rex ist ja Teil dieses Rudels und auch er ist nun hinter unserer noch übrig gebliebenen Gruppe her. Alan Grant, Paul Kirby, Amanda Kirby und eben einem Billy. Hierbei wird Dr. Alan Grant, genauso wie auch im Film, vom Rest der Gruppe getrennt. Allerdings werden die Velociraptoren in diesem Szenario eher beim Indominus Rex bleiben. Der T-Rex wird hierbei Amanda und Co. verfolgen und Dr. Alan Grant trifft trotz allem auf Eric Kirby, der das ja alles immer noch mitbekommen hat. Allerdings wird Eric hierbei nicht diese Rauchbomben werfen müssen, denn dafür gibt es eben keinen Grund. Alan Grant wird ja hier nicht von Velociraptoren aufgesucht und eben gejagt, weil die sind ja beim Indoraptor. Allerdings sind die anderen noch in Gefahr, da der T-Rex eben den Rest der Gruppe verfolgt. Billy würde hierbei allerdings auch wissen, dass das Sehvermögen des Tyrannosaurus Rex eingeschränkt ist. Und ey, hier könnte man jetzt auch wieder darauf eingehen, ist das aber wirklich so? Weil wenn es bei Rexy so ist, ist es dann auch bei allen anderen T-Rexen so. Es wird ja nie wieder großartig aufgebaut. Jedes Mal, wenn irgendjemand sagt, nicht bewegen, klappt es eigentlich nicht mehr, außer in Jurassic Park 1. Allerdings bleiben wir hier mal mit dabei. Es wird nie gesagt, dass es nicht funktioniert. Ich meine, in Jurassic Park 2 klappt das Nicht-Bewegen eben auch einfach nicht, weil alle immer in Panik ausbrechen direkt oder irgendwo Lichter sind oder Eddie gerade mit dem Fahrzeug Vollgas gibt. In Jurassic Park 3 nicht bewegen. Ich meine, dann brüllt der T-Rex zwar trotz allem, aber sie rennen alle weg. Das Nicht-Bewegen-Ding kann doch einfach sein, dass es in Jurassic Park 3 nicht funktioniert hat, weil es eben auch nicht geregnet hat. Und wir wissen ja, dass der T-Rex auch sehr gut riechen kann. Das wissen wir aus The Lost World, Jurassic Park 2. Deswegen hat das Nicht-Bewegen auch in Jurassic Park 3 wahrscheinlich eher nicht funktioniert, weil der T-Rex sie trotzdem riechen konnte. Und so wäre es jetzt eben dann auch hier. Das heißt, ja, der T-Rex sieht natürlich auf dieselbe Art und Weise wie auch der T-Rex in Jurassic Park 1, kann allerdings den Rest der Gruppe riechen. Eric und Grant gelangen dann an den Zaun, den wir auch aus Jurassic Park 3 kennen, wo dann auch der Spinosaurus später auftaucht. Und auch hier würde man das Telefon natürlich im Bauch des Indominus Rex klingeln hören, denn auch er hat hier Nash gefressen. Das heißt, das Szenario wäre im Endeffekt noch einmal genauso wie auch im fertigen Film. Jurassic Park 3 und der Spinosaurus würde hinter Grant und Eric herrennen. Allerdings nicht alleine, denn der Indominus Rex hätte immer noch die gesamte Herde an Velociraptoren, die bei ihm wären. Das heißt, der Indominus Rex bleibt ebenfalls bei diesem Loch zurück, wo auch der Spinosaurus erstmal nicht durchkommt am Zaun. Die Velociraptoren allerdings, die passen unten durch und die jagen unsere Gruppe natürlich weiter. Und auch hier haben natürlich kurz vorher unsere Helden aufgrund des Telefonklingels dann wieder zusammengefunden. Auch ein Billy und Co. haben es geschafft, dem T-Rex zu entkommen, da der ja durch seine Gerüche quasi die Gruppe durch den Dschungel verfolgt hat. Und auch hier hätte man eine sehr coole Szene draus bauen können, dass der T-Rex unsere Helden vielleicht nicht sieht, wenn sie stillhalten. Allerdings kann er sie eben durch Geruch wahrnehmen. Und der T-Rex wäre allerdings auch durch das Klingeln des Telefons erst einmal abgelenkt worden. Somit würden unsere Helden auch an den Punkt kommen, an welchem sie dann auf Grant und Eric treffen. Sie würden dabei den T-Rex eben irgendwie auch überholen können, beziehungsweise könnten sie vielleicht einfach besser orten, wo das Geräusch herkommt. Der T-Rex würde erstmal in die falsche Richtung laufen oder noch besser, der T-Rex würde erst einmal den Schrei des Indominus Rex hören und würde daraufhin in eine andere Richtung laufen. Später käme dann aber eben der große Release heraus. Nein, der T-Rex und unsere Helden, also die Kirbys und eben Billy, laufen in eine und dieselbe Richtung, nur eben ein bisschen versetzt voneinander. Und während die einen denken, sie laufen zum Telefon und der T-Rex läuft zum Indominus Rex, laufen eigentlich beide Parteien zum selben Punkt und gelangen dann irgendwann auch an den Moment, an dem wir Eric und einen Dr. Alan Grant sehen, die an dem Gehege stehen und dann eben, auf Billy und Co. treffen. Macht übrigens dann auch Sinn, dass der T-Rex eine andere Richtung läuft, weil der muss ja quasi hintenrum ans Gehege, um zum Indominus Rex zu gelangen. Genau das passiert dann eben auch. Der Indominus Rex taucht auf an der Seite vom Tyrannosaurus Rex und eben die Velociraptoren. Was jetzt passieren würde, da geht's nicht anders, wir brauchen ein weiteres Opfer, denn ihr müsst euch überlegen, dass nun sowohl der T-Rex als aber auch der Indominus Rex auf Alan und Kirby und Eric zurennen. Und die beiden würden es zwar gerade so schaffen, durch das Loch unten hindurch zu fluppen,
von dem Elektrozaun. Die Velociraptoren würden durchrennen und der Gruppe weiter hinterherrennen und auch der T-Rex und der Indominus Rex zusammen würden gemeinsam vor dem Zaun hier nicht Halt machen. Die würden direkt hindurchpreschen mit ihrer geballten, gebündelten Kraft und würden der Gruppe hinterherrennen. Logischerweise wäre es hier vielleicht sogar so, dass ein Paul Kirby, aufgrund dessen, dass er der Älteste zu sein scheint, oder ein Eric, weil er der Jüngste ist, naja, von der Geschwindigkeit her jetzt eher nicht hätte mithalten können mit den anderen. Allerdings habt ihr mir immer wieder geschrieben, Tobi, versucht doch mal bitte, nicht immer so viele von den Helden sterben zu lassen. Oder am besten mal gucken, ob irgendwie alle überleben können. Das klappt aber hier auf gar keinen Fall. In diesem Szenario hier würde ein Billy nämlich beim Rennen an einem Grasbüschel im Schlamm stecken bleiben und hinfallen. Daraufhin würden sich die Velociraptoren auf Billy stürzen und unsere Helden würden sich in diesem Gebäude wieder verschanzen können, das dann später auch zum Vogelkäfig führt. Beide Saurier zusammen allerdings, der T-Rex und auch der Indominus Rex, würden hier nicht einfach ausgesperrt werden können, wie im Kinofilm Jurassic Park 3, nur weil da so ein Holzriegel davor geschoben wird. Nein, die beiden würden dieses Häuschen komplett auseinandernehmen. Unsere Helden müssten also direkt ohne Umwege die Treppe nach unten nehmen und würden hier im Vogelkäfig landen. Auch hier wird das Szenario dann nicht großartig anders ablaufen, außer eben eine bestimmte Sache. Naja, Billy und Alan würden das Gespräch nicht mehr haben. Alan würde auch nicht herausfinden, dass Billy die Eier von den Raptoren gestohlen hat, was in dem Szenario aber eigentlich auch egal gewesen wäre, weil, naja, diese Eier-Dieb Sache, die haben sie in den Film ja nur eingebaut, um irgendwie zu erklären, dass die Velociraptoren unsere Helden verfolgen. Das brauchen wir jetzt hier eh nicht. Von daher hätte Billy die Eier zwar trotz allem geklaut, aber es würde für die Geschichte nicht unbedingt relevant sein, dass er jetzt eben gestorben wäre mit dem Rucksack zusammen und das eben nie herausgekommen wäre. Die Vogelkäfig-Szene würde aber ohne Billy natürlich auch ein bisschen anders ablaufen. Ja, ein Eric hätte hierbei riesige Probleme, wieder lebend, naja, zurückzukommen. Denn wenn wir das Ganze mal so weiterspinnen, wie es auch im Film passiert ist, wurde Eric ja vom Tyrannodon gepackt und eben zum Nest der Baby-Tyrannodon gebracht, wo er eigentlich hätte gefressen werden sollen. Allerdings hätte ein Eric Kirby das Ganze im Film ja nicht überleben können, wenn Billy nicht plötzlich angeflogen wäre und Eric eben gerettet hätte. Denn Billy hatte ja noch den Fallschirm, darauf bin ich ja noch gar nicht eingegangen. Billy hat nämlich den Fallschirm von Ben Hildebrand gefunden und den eben mitgenommen. Der Film ist wirklich aufgebaut wie ein Videospiel, fällt mir gerade auf. Auf jeden Fall, diesen Fallschirm hätte in diesem Szenario jetzt hier eben ein Paul Kirby gehabt. Denn komm, lassen wir nochmal hier Paul Kirby kurz den Heldenvater spielen und ihm die Rolle geben, die eigentlich ein Billy im Film gehabt hat. Paul Kirby würde hier bei Eric quasi von den Tyrannodon retten und dasselbe Schicksal erleiden wie ein Billy. Ja, Paul Kirby würde auch hier in den tiefen Fluten des Wassers verschwinden, die Tyrannodon würden auf ihn einpicken und unsere Helden würden davon ausgehen, dass Paul Kirby tot wäre. Der Rest der Helden schafft es natürlich auch wie im Film aus dem Vogelkäfig raus und nun müssen alle erstmal so ihren Verlust verarbeiten. Ein Dr. Alan Grant ist genauso traurig über Billys Tod, wie auch eben im Film Jurassic Park 3, also eigentlich fast gar nicht. Und auch Amanda und Eric Kirby müssten nun erstmal damit klarkommen, dass ihr Vater nun wirklich angeblich gestorben ist. Ja, ich habe ja gesagt, Paul Kirby wird dasselbe Schicksal erleiden, wie eben auch ein Billy im Jurassic Park 3 Film. Das heißt, ihr werdet wissen, worauf das Ganze hinausläuft. Weil es übrigens aber auch sehr wichtig ist, dass wir jemanden haben, der den Fluss abwärts getrieben wird. Darauf kommen wir aber auch gleich noch. Jetzt haben wir nun den Moment, an dem der Spinosaurus eigentlich im Wasser auftaucht und unsere Helden, naja, noch einmal auf dem Boot angreifen. In diesem Szenario jetzt hier hätten wir allerdings, oh Gott, sehr viel mehr Schwierigkeiten, das Ganze zu überleben, als im Originalfilm. Wir nehmen nun einfach in diesem Szenario jetzt hier mal, genau wie eine Deleted Scene es ja ursprünglich in Jurassic Park 1 vorhatte, den T-Rex, der nun aus dem Wasser von unten heraus auftaucht und eben das Boot angreift. Nur haben wir dieses Mal auch einen Indominus Rex, der quasi von der anderen Seite sich emporhebt. Und nun haben wir zwei Riesendinosaurier, die plötzlich auf dieses, naja, auf das Boot losgehen. Alan Grant schafft es erneut auch gerade wieder, den nicht ganz so hilfreichen Sohn von Ellie Sattler dazu zu bringen, Ellie das Telefon zu geben. Und naja, er schreit eben auch rein am Fluss. Und ihr habt mir mal wieder erzählt, dass Alan Ellie ja erzählt, wo er wäre.
Ich weiß davon nichts. Versteht ihr bei dem Gestammel irgendwo, dass er sagt, am Fluss auf der Isla Sorna, im Westen, Süden, unten? Woher soll die eigentlich wissen, wo genau die sind? Na egal. Auf jeden Fall, wenn das so stimmt, wie ihr mir das sagt, weiß Ellie, dass Alan zumindest auf der Isla Sorna ist, durch diesen extrem verständlichen Anruf. Und naja, auch hier in dem Szenario jetzt hier würde das Chaos einfach vorprogrammiert sein. Auch hier würden sich unsere Helden wieder in den Käfig verstecken. Der T-Rex und der Spinosaurus würden versuchen, genau diesen Käfig erneut aufzuknacken. Was wir hier allerdings nicht hätten in diesem Szenario, wäre ein Paul Kirby. Der wäre hier natürlich nicht am Start. Aus diesem Grund müssen wir hier noch eine weitere Kleinigkeit verändern, damit das Ganze jetzt hier nicht einfach aus dem Nichts heraus damit endet, dass unsere Helden hier ertrunken wären. Es wäre darauf hinausgelaufen, dass die jetzt eigentlich hier hätten ertrinken müssen, denn wie hätten sie jetzt hier wieder rauskommen sollen, wenn beide Dinosaurier wirklich in kompletter Rage, der Bull T-Rex und eben auch der Indominus Rex, auf diesen Käfig einprügeln würden und die Velociraptoren würden noch am Ufer stehen und einfach nur warten, bis jetzt irgendwie unsere Helden an Land kommen. Also es gäbe keine Chance, hier rauszukommen. Es sei denn, wir berücksichtigen hier noch einen ganz wichtigen Fakt, der auch in Jurassic Park 3 einfach mal ausgeblendet wird. Die Regierung von Costa Rica weiß ja, dass da Menschen illegal auf der Insel sind. Das spielt nie wieder eine Rolle später im Film. Wir sehen ja, wie das Flugzeug mit Udesky, Nash und der ganzen Gruppe auf die Isla Sorna zufliegt. Und dann kommt ja dieser eine Funkspruch von wegen, drehen Sie bitte ab. Und dann macht Udesky aber einfach so den Funk aus und das war's dann im Endeffekt. Die Regierung weiß aber, dass da Menschen sind. Das heißt, was wäre, wenn das Militär einfach noch früher auf der Insel gewesen wäre als im Original Jurassic Park 3 Film? Unrealistisch wäre es also nicht, dass jetzt hier das Militär mitten in der Nacht auf einmal einrückt und versucht, unsere Helden zu retten. Es fallen plötzlich Schüsse aus Helikoptern, Soldaten seilen sich ab und es gibt an Land eine kleine Schlacht zwischen den Velociraptoren und eben den Soldaten. Woher wussten Soldaten aber genau, wo Alan Grant und Co. sind? Durch Paul Kirby, denn der ist ja flussabwärts getrieben worden, hat das Ganze aber überlebt und das Militär hat ihn zuerst gefunden, deswegen wussten die Leute eben auch, wo Paul Kirby und wo Amanda und Eric und eben Alan Grant noch sind. Wir haben nun also einen Kampf zwischen dem Militär, den Velociraptoren, dem Indominus Rex und dem T-Rex. Und Dr. Alan Grant, als er aus dem Käfig gerade wieder herauskommt, schafft es dem Militär zu vermitteln, dass der Indominus Rex der zentrale Fokuspunkt zu sein scheint, der eben hier vernichtet werden muss. Ja, das Militär schaltet daraufhin eben den Indominus Rex aus und plötzlich ergreifen sowohl der T-Rex als auch die Velociraptoren die Flucht. Paul Kirby, Amanda Kirby und Eric Kirby werden also nun wieder zusammengeführt und das sind auch unsere Überlebenden der Geschichte. Billy hat es ja eben nicht geschafft. Noch dazu würde man nun aber herausfinden, dass dieser Hybrid kein echter Dinosaurier gewesen ist. Das würde sich, wenn das an die Öffentlichkeit gekommen wäre, sehr stark auf sehr viele Dinge auswirken. Unter anderem würde ein Dr. Alan Grant hier bei dem Bewusstsein, dass ein Jurassic World Park entsteht, in welchem später auch Hybriden gezüchtet werden, würde Alan Grant hier sehr wahrscheinlich nicht tatenlos mit zugucken und naja, wie das Ganze jetzt weitergehen könnte, das können wir irgendwann nochmal in Ruhe weiterspinnen. Allerdings, na, glaube ich, brauchen wir keinen zweiten Teil. Das wäre auf jeden Fall das Ende des Was-wäre-wenns. Was wäre, wenn der Indominus Rex anstatt der Spinosaurus in Jurassic Park 3 gewesen wäre? Ich hoffe, das Video hat dir gefallen. In diesem Sinne, schreib mir wie immer deine Meinung dazu in die Kommentare unten rein. Was hättest du anders gemacht? Was hätte vielleicht anders ablaufen können? Ich bin sehr gespannt drauf. In diesem Sinne bin ich raus für heute mit dem Video. Ich wünsche euch was. Bis zum nächsten Mal.